Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddibärenbande. Heute ist der 22.09., unser siebter Tag und mein Geburtstag. Genau, ihr habt richtig gehört. Ich habe heute am 22.09. Geburtstag. Und ja, das bringt mich natürlich nicht ab, meine Challenge zu spielen. Und wir gucken mal in die Liste rein. Bis jetzt halten wir es ziemlich gut durch. Also passend zum siebten Tag. Na gut, wir haben halt ziemlich viele Niederlagen. Das liegt auch da halt daran, dass wir auch halt üben und üben in dieser Challenge. Und ja, wir werden erst mit der Zeit besser. Und ja, zweites Problem halt, ich bin immer noch krank, man hört es ja wahrscheinlich. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch im Livestream erstmal nichts. Aber ihr werdet erfahren, ob Livestream ansteht oder nicht. Denn wir werden immer alles ankündigen jetzt. Ja. Haben wir jetzt, glaube ich, bis jetzt gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das läuft auch ganz gut. Und ja. Und ja, wir haben auch viele Anfragen gekriegt. Wer mit uns spielen möchte, also wollen viele mit uns spielen. Und das ist natürlich am einfachsten, mal unserer Gruppe beizutreten. Sucht einfach nach in der Gruppensuche. Ich mache dann nochmal ein Video dazu nach der Muddibärenbande. Moment, das war falsch. Kann nicht so viel reden. Und ja, könnt einfach beitreten. Das ist komplett frei. Und da könnt ihr einfach mal anfragen, ob wir mal gegeneinander spielen im Livestream oder so. Also das ist kein Problem. Oder falls mal jemand einfach so gegen mich spielen möchte, immer gerne gesehen, sowas. Würde natürlich dann auch gerne ein Video immer dazu machen. Oder das dann natürlich Community Match nennen. Also jetzt müssen wir ein bisschen erstmal aufs Spiel konzentrieren. Wir spielen hier gegen Protoss. Ja, der hat anscheinend Angst, dass ein Cannon Rush kommt. Vielleicht macht er selber einen. Gehen wir mal rein. Nein! Standard bis jetzt. Das Gas. Auch Doppelgas. Okay. Könnten höchstens noch verarschen. Glaube, das machen wir auch. Eure Sonden werden angegriffen. Hat er vielleicht Pult? Nein, das ist zu viel. Nee. Ach, mach ich denn? Ne, interessiert ihn nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Ziehen wir unsere Sonde zurück. Und Klon. Und sind wir mit einem schon zu spät dran. Weil ich noch kein Pro bin und mein. Mein Makro, Mikro, allem drum dran noch nicht so perfekt ist. Aber ist egal. Spielen ein Standardspiel. Wir wollen gleich noch mal gucken, was er baut. Bestimmt auf Adepten gehen. Wir sind ganz schön spät mit uns. Wir haben zu viel Mineralien angesammelt. Bauen zwei Adepten. Er baut jetzt erst spät schon die Echse. Okay. Gucken noch mal rein. Ich hätte gedacht, dass wir. Na, wie heißt. Kennen das spielen? Nee, nicht den. Ich wollte zwei Stalker da bauen. Und würden jetzt selber die Echse nehmen. Die Templer rücken. Wollen erstmal keine Worker weiter? Werden wir gebraucht. Und schauen gleich mal bei ihm rein. Kann uns aufhalten. Ajur wird erneut unser sein. Unser Denken gleicht sich. So soll es gehen. Najaka Mina. Wir dienen mit Stolz. Was wünscht ihr? Die Ruhe nicht vergessen. Gebt uns einen Auftrag. Hor Salah. Vorwärts. Die Schlacht wartet. Najaka und ziehen es zurück. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Müssen auf jeden Fall zwei Gates schnell bauen. Also er ist auf jeden Fall nicht die schlecht. Schlacht wartet. Er kann das auf jeden Fall verteidigen. Er hat natürlich seine Echse jetzt schon.
Und wir haben zu wenig belohnt. Alles zu wenig. Wir haben eindeutig zu viel gespielt. So, das ist 3 zu viel. So, das brauchen wir unbedingt. Den. Und brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stalker. Doppelgas. Wir haben jetzt viel zu viel Gas. So, müssten eigentlich jetzt schon die nächste Echse nehmen. Scouten mal kurz rum. Scheint sein Stalker-Schein unterwegs zu sein. 2 Mortal. Was baut er noch so? Noch mehr Mortal. Es wird eine Mortal All-In. Hat 2 Robos. Habe ich eigentlich so wenig mehr? Nein, ey. Hat auf jeden Fall noch keine dritte, also wird es eine Mortal All-In. Deswegen brauchen wir ganz schnell mehr Gates. Frage, ob er schon eine dritte hat. Ihr habt nicht genügend. Mein Leben für Ajur. Ne, keine dritte. Two base all in. Brauchen wir viel mehr Charge Slots. Jetzt kommt er. So, wir haben zu viel Gas. Nehmen wir auf jeden Fall noch gleich hier Dings dazu. So, die Main ist erschöpft. Oh, das könnte jetzt ein Problem sein, als er doch kommt. Ja, da ist er schon. Ich habe keinen Charge. Oh, 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 oh. Stück zurück. Nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Okay, Model All-In hatte ich noch nicht zu tun. Das haben wir verloren auf jeden Fall. Schade. GG. Hatte eindeutig zu viel. Ich weiß gar nicht, ob er Upgrades gehabt hatte. Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Da hat uns die dritte auf jeden Fall nichts gebracht. Ich hätte die dritte einfach nicht bauen sollen und komplett gleich auch weiter auf Immortals und Berserker gehen müssen und Archons. Ich hatte so viel Übergas, das ist echt nicht normal. Was war denn der sonst so? Na gut, der ist halt auf unserer Liga. Wir drücken weiter an und spielen noch ein Spiel. Heute zum Geburtstag geht das. Auch wenn nachher gleich Gäste kommen. Und der Mutti mir Geschenke kriegt. Er mag Geschenke. Aber ganz ehrlich, wir haben keine Geschenke. Ich glaube, ein Koloss wäre vielleicht noch ein bisschen hilfreich gewesen jetzt hier bei dem Spiel. So. Jetzt spielen wir gegen Zerg. Hoffentlich gewinnen wir jetzt mal gegen Zerg. Letztes Spiel haben wir echt verloren gegen Zerg. Ich glaube, ich muss meine Bilder oder entweder nochmal komplett auswendig lernen. Oder mich anpassen nochmal komplett auf andere Builds. Also wird dann echt tricky. Und die Gegner werden zu gut. Wie gesagt, der Toss-Spieler war echt gut, also war auf jeden Fall weit über mein Niveau. Und die Ausrede, dass ich noch nicht fit bin, kann ich nicht immer wieder bringen. Oh Mann. Den Pool hat er jetzt erst. Also sollten wir noch keine große Aggression jetzt erwarten am Anfang. Oh, schnell weg. Da kommt die Echse. Vergessen. Ich bin ganz schön vergesslich, also keine Ahnung. Liegt auf jeden Fall eindeutig an der Krankheit. Wir haben auf jeden Fall zwei Adepten. Wir müssen halt jetzt blöd warten. Was mache ich denn nur? Gucken nochmal, ob er seine Echse auch saturiert. Nicht, dass wir jetzt hier gleich schönen Link-Push erwarten. Scheint Link-Push zu werden. Ja, das sind viele Linge. Gebt uns einen Auftrag. Sofort. So, die Adepten bleiben auf jeden Fall da. Wir bauen auf jeden Fall nochmal Sentries danach. Da kommt nämlich auf jeden Fall mit Sicherheit richtig viel auf uns zu. Aber gut, jetzt sind wir eigentlich safe. Verliert er die Linge. Sein, dass er gleich noch mit mehr Lingen kommt. Was? Stopp, stellen wir vorne hin. Sind natürlich jetzt mit unseren Gates ein bisschen hinterher. Aber ist nicht so wild. Haben wir wieder, sind wir auch wieder Supply blockt, also klappt halt noch nicht so. Das kann er ruhig versuchen, also der kommt da nicht rein. Das ist absolute Verschwendung.
Stalker noch. Wir gucken nochmal rum hier. Wir machen Probe Slide. 2 zu viel. Nehmen Immo mit, den wir nicht bauen können. Schade. So, und gucken mal vor, ob er schon eine dritte jetzt hat. Und gucken dann allgemein, was er hat. Ey, bei Zerg muss ich auf jeden Fall gucken. Also, das habe ich festgestellt. Wenn ich nicht gucke, bin ich echt am Arsch. Keine Ex auf der Seite. Banelinge. Das ist Verschwendung. Damit kommt er aber nicht rein. Noch mehr Linge. Kein Tech? Nö. Hat nichts. Weiß ich nicht, was das ist. Das ist eigentlich schon so gut wie durch. Dann nehmen wir jetzt Upgrades. Banelinge, immer noch mehr Banelinge. Adapten dazu. Ehre den Dalai. Stellen das vorhin hin. Kann natürlich sein, dass er auch. Ne, hat er nicht gehabt. Doch, hat er. Dass wir einen Drop reinkriegen. Ich meine, den will ich gar nicht bauen. Ich wollte einen Koloss bauen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil er hat ja auf jeden Fall schon. Pylonen ist schlecht. Ich hätte gerne Echse genommen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wenn so ein Baning Drop reinkommt. Jetzt hat er auf jeden Fall eine Echse. Hier voll saturiert. Nicht auf den richtigen Taste. Und ich habe natürlich wieder die Echse viel zu spät genommen. Muss ich eigentlich jetzt nehmen. Ich weiß nicht, wo seine Linge sind. Gucken wir nochmal einen Tech nach. Upgrade nicht vergessen. Hydras. Also ich will jetzt wissen, wo die Linge sind. Da sind die Linge. Ja, das brech mal ab. So, Upgrades haben wir. Das Twilight kann sie nicht vergessen. Machen halt einen Two-Base All-In draus. Oder wir versuchen wirklich immer die Exit zu nehmen. Also ich denke, da könnten. Naja, nee, halt was kommen ja. Haha. Ich würde gerade sagen, es könnte ja Mutas kommen, aber nein. Doch, komm, Mutas, dann müssen wir jetzt los. Forschung abgeschlossen. Eure Sonden werden angegriffen. Lohn wird angegriffen. Das muss ich jetzt mal hier auslöschen. Die dritte müssen wir jetzt auf jeden Fall von ihm holen. Oh, die Kolossen laufen alleine rum, ey.
Und wir bauen Phoenixe. GG. Corruptor sind's. Doch keine Muden. So, na gut, ich würde sagen, das reicht für heute. Weil ich muss ja noch ein bisschen sauber machen, bis meine Family kommt zu meinem Geburtstag. Haben auch mal wieder, endlich mal wieder gewonnen. Geht vorhin gegen den Zerg. Und naja, mal gucken, wenn ich wieder gesund bin, ob ich dann ein bisschen besser spielen kann. So, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Und ja, ich denke mal, ihr werdet meine Erfolge jetzt schon langsam sehen. Also bin wahrscheinlich jetzt schon wieder gesund. Also wie gesagt, hat ja eine Woche Delay meine Aufnahmen. Für meinen 100-Tages-Challenge. Und ich denke, ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich mit einem anderen Account besser spiele. Keine Ahnung warum. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin. Am Morgen und schönes Wochenende noch. Tschö, tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.